Hey Leute, wir lieben optische Täuschungen einfach, denn sie treiben unsere Sinne an den Rand ihrer Möglichkeiten und erstaunen uns immer wieder aufs Neue. Dabei passieren oft Dinge, die wir uns nicht direkt erklären können, was es noch spannender macht, das eigene Gehirn zu testen. Damit ihr nicht selbst danach suchen müsst, haben wir eine ganze Reihe an optischen Illusionen für euch zusammengestellt. Hier sind 8 unglaubliche Täuschungen, die einem den Kopf zerbrechen. Los geht's! Nummer 8. Graue Illusion. Schau dir ganz aufmerksam dieses Schachbrett an. Auf der rechten Seite steht ein mintgrüner Turm, doch dieser hat erstmal nichts zu bedeuten. Betrachte anstattdessen die beiden Felder, auf denen die Buchstaben A und B stehen. Welche Farbe haben sie? Du wirst zustimmen, dass das Feld A schwarz wirkt, während B weiß sein müsste. Leider stimmt das nur nicht, da es sich um eine optische Illusion handelt. Wenn wir das Schachbrett sich einmal langsam aufbauen lassen, wirst du sehen, dass die beiden Felder genau dieselbe Farbe haben. Grau. Sie wirken nur gleich aufgrund der Farbe der darumliegenden Felder sowie dem Schatten des Turms. Unfassbar, denn man glaubt es selbst dann nicht, wenn man es sich mehrmals hintereinander anschaut. Und die 7. Grüner Punkt. Betrachtet man folgende Animation, ohne sich besonders auf etwas zu konzentrieren, scheint es ganz normal. Eine Reihe an magentafarbenen Punkten, die nacheinander kreisförmig verschwinden. Schaut man jedoch auf das Fadenkreuz in der Mitte, verschwinden die Kreise nicht nur schneller, sie hinterlassen auch noch einen hellgrünen Punkt. Und damit kommen wir zur 6. Farbliche Veränderung. Eine graue Fläche mit einem schwarzen Punkt darauf, auf der linken Seite ein wild umherspringender Balken auf orangenem Grund. Was soll man damit bloß anfangen? Das Kunstwerk hat keine andere Funktion, als uns zu erstaunen und eine optische Illusion zu erzeugen. Schaut man nämlich konzentriert auf den schwarzen Punkt, wird sich der Balken langsam blau färben. Nummer 5. Göttliche Erscheinung. Nun brauchst du etwas mehr Geduld als bei den bisherigen Beispielen. Schau dir das Bild ganz genau an, für mindestens 30 Sekunden. Am besten starrst du auf die 4 Punkte in der Mitte der Illustration. Danach richtest du deinen Blick an die Decke oder eine Wand. Am besten sollte sie weiß sein. Wenn du nun ein paar Mal blinzelst, wird sich ein ziemlich detailliertes Bild zeigen. Was siehst du? Und die 4. Farbfoto. Die folgende Illusion ist so spannend, dass man es gleich mehrfach ausprobieren möchte. Also gut, schau so lange auf das monochrom gefärbte Bild, wie der Balken es dir anzeigt. Was siehst du danach? Vermutlich ein ganz normales Bild eines Gebäudes mit braunen und beigen Wänden. Blinzelt man jedoch einige Male, so wird man wieder die Realität vor Augen haben, denn es handelt sich um ein Schwarz-Weiß-Foto. Durch die Farben, die sich im Vorhinein lange genug auf unserer Netzhaut manifestiert haben, entsteht kurz die optische Täuschung, dass die Wände in der jeweiligen Komplementärfarbe erscheinen. Nummer 3. Optische Reflexion. Hier eine optische Täuschung, die wirklich faszinierend ist, denn es scheint so einfach. Auch du bist wahrscheinlich der Meinung, dass der untere Teil der grauen Konstruktion in einem helleren Farbton angelegt wurde als der obere Teil. Richtig? Nun, dann verdecke die mittlere Spalte zwischen den beiden Teilen mal mit deinem Finger. Du wirst sehen, dass es sich um genau denselben Grauton handelt. Und die 2. Orangenes Pferd. Ein orangener Verlauf mit 2 Abbildungen eines Pferdes darauf. Es scheint eindeutig, dass die beiden Pferde unterschiedliche Farben haben, wobei das rechte natürlich dunkler ist als das linke. Doch nach den letzten Beispielen solltest du schon etwas dazugelernt haben. Auch hier ist es wieder der Fall, die Pferdeabbildungen haben genau dieselbe Färbung. Durch den heller werdenden Verlauf wirken die Farben allerdings ganz anders. Das geschieht, da das Auge das plötzliche Fehlen des Magentas fehlinterpretiert und mit der Komplementärfarbe grün ersetzt. Schon erstaunlich, welche Illusionen unser Gehirn manchmal erzeugt. Ja, und damit kommen wir auch schon zur Nummer 1. Verschwindende Fläche. Noch ein Punkt, den man anstarren muss, das hatten wir jetzt nun zur Genüge. Doch in diesem Beispiel kommt nicht etwa eine Farbe oder ein Merkmal dazu, vielmehr verschwindet ein Teil des Bildes. Denn nach ein paar Sekunden fängt der graue Farbverlauf um den Punkt an zu verschwimmen und verschwindet sogar irgendwann. Blinzelt man dann wieder, kommt sie zurück. Ja, Leute,
Leute, habt ihr euch täuschen lassen? Wahrscheinlich ja schon, aber schreibt's uns mal in die Kommentare. Ansonsten lasst uns einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und hier könnt ihr euch jetzt noch zwei weitere Videos anschauen. Wir hören uns wie immer nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.